Danke. Ich bin gerade an einem Teich gewesen, bei dem es absolut gar nichts gab. Es ging einfach nichts. Der soll bis zu 14 Meter tief sein. Habe versucht, die tiefen Löcher abzuklopfen. Habe mir da ein Gummi mit Offset-Haken gebaut und an diesen Offset-Haken unten so ein kleines Schrotblei von 1,5 Gramm rangeschraubt, dass der so ein bisschen Druck nach unten kriegt und dann so ein bisschen pendeln und schwänzeln kann. Hat leider gar nicht geklappt. Bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe jetzt gehofft, und heute ist der Beißindex bei teilweise 10, dass hier ein bisschen was geht, aber es ist halt schwierig, wenn man Gewässer gar nicht kennt und nicht weiß, wo, wann die Fische sich konzentrieren, gerade jetzt im Winter ja wichtig. Ich fahre jetzt nochmal an einen anderen See, eher ein Teich, also wirklich ein ganz kleines Ding. Kommt man, wenn man rumläuft, innerhalb von 10 Minuten rum. Und da probiere ich jetzt nochmal Hechte zu fangen. Werde da weiter mit dem Offset-Haken angeln. Ich war früh beim Vorbeifahren schon mal kurz an dem Teich, habe da angehalten und habe mir angeguckt, wie der aussieht. Der war zum Teil noch zugefroren, aber ich bin guter Dinge, der darf zugefroren sein, jetzt haben wir 3 Grad, dass ich an dem Eis vorbei und in die Lücken rein irgendwo vielleicht doch nochmal jemanden erwische, der ein bisschen Hunger hat, der ein bisschen Bock hat zu beißen und der sich meinen Gummi einverleibt. Ich habe jetzt an dem anderen Teich einen Haufen Karpfenangler getroffen. Ja, die haben natürlich ihre Freude, die Karpfen fressen ja trotzdem. Die haben da mit Beulis gesessen und einer hat jetzt, als ich da war, gerade einen schönen Schuppenkarpfen gefangen. Auch mal wieder schön, sowas gesehen zu haben. War jetzt kein Riese, aber war ein schönes Tier, makellos. Ja, und ich hoffe, dass ich euch jetzt noch einen selbstgefangenen Fisch präsentieren kann, weil alles andere wäre irgendwie ein bisschen kacke. Schaut mal meine Rute, die wabbelt während der Fahrt schon ganz aufgeregt. Die will fangen. Wenn man sich das anschaut, das ist schon idyllisch, ne? So, tierisch idyllisch hier. Irre. So. Ja. Das ist einfach nur Eis. Na toll. Einfach nur Eis. Und da hinten ist aber eine Stelle, da ist das nicht zugefroren. Und da probiere ich jetzt mal einzuwerfen und hoffe, dass da vielleicht doch irgendwie einer rauf geht. Jetzt kommen wir ans Eis ran. Und da ist das Eis. Ja, noch ein Hecht, ich noch eine. Jawohl! Ein Winterhecht. Juhu! Geil! Geil! Groß ist er nicht. Hunger hat er gehabt hier. Ja. Aber ein Hecht. Juhu! Schön! Oh, das freut mich aber. Oh, das freut mich. Das war wirklich so hartes Brot heute. Ach, guck doch. Und der Süße so super gehakt mit dem Offset-Haken. Dann kann der nämlich zurück und leben und groß werden. Okay. Ja.
Ghetto Faust selber gehen. Ich